krass. Die Aussicht hier ist einfach phänomenal. Ja, schon dieser Zeppelin oder dieses Schiff, was hier herumfliegt, ist auch schon krass. Und die Spiegelung da ist auch schon nicht schlecht. Also, schon auf jeden Fall sehr cool. Geil. Richtig cool. Okay, mal gucken. Ah, okay. Ach du Scheiß. Oh, Alter. Das ist der Hammer. Alter. Boah, das ist heftig. Ich bin jetzt oben. Boah, dann wie die Blätter hier. Boah, wie knapp die hier nur dran vorbeigehen. Krass. Boah, das ist heftig. Hallo. Keine Dummheiten oder die Sache hat schon sich... Du sollst doch nach hinten. So, genau das wollte ich. Okay, er fällt nicht runter, das heißt, er bleibt am Leben. Das ist gut für ihn natürlich. Du kannst durch einen der Lüfter fällen. Ich schalte ihn ab. Ah, wir stehen da. Beeil dich. Ja, ja. Firewall, das ist ein Witz. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Koma. Ich habe meine Drohne verloren. Irgendein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Faith. Dieses Gebiet ist kommunikationsgestört, Faith. Du wirst uns verlangen. Geh weiter und... Okay, muss ich anscheinend echt aufpassen. Wo muss ich denn als nächstes hin? Da. Okay. Was hätte ich machen müssen? Was hätte ich machen müssen? Ich habe nichts gesehen, irgendwie eine Aktion oder so. Diese Firewall sind ein Witz. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Koma. Ich habe meine Drohne verloren. Herabfallendes Trümmerteil muss hier erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Faith. Dieses Gebiet ist Kommunikationsgestört, Faith. Du wirst uns verlangen. Geh weiter und... Jetzt bin ich erstmal hier. Das geht richtig ab jetzt. Wo geht's als nächstes hin? Da. Das erwischt mich. Oh, das da erwischt mich. Boah, das war knapp. So, da. Nein! Oh, ich wollte schon sagen, ey. Oh, Faith. So, das haben wir überstanden. Sehr gut. Hallo. Okay. Das ist durch den Lüftungsschacht, das kennen wir ja auch schon. Oh, schön grün. Oh. Ich habe so eine Art Atrium erreicht. Prima. Auf der anderen Seite ist ein Aufzug, den kannst du nehmen. Boah, hier ist ja echt schön. Alter, hier ist richtig schön. Ich will gerne alles erkunden. Das ist cool hier. Okay. Boah. Der Boden klingt ein bisschen seltsam, aber... Boah, es ist krass hier einfach. Wie schön es ist. Wie viel Wasser die verbrauchen, aber wie schön es ist. Und auch die Geräusche. Alter.
Es ist richtig geil hier. Ich habe noch nie zuvor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Auf jeden Fall. Okay, hier ist also alles abgeschirmt. Das ist schon traurig, gell, dass man... dass es hier einfach keine Bäume gibt, das ist halt schon bitter. Also wenige Bäume. Wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Du kannst ja nicht rennen, wie soll ich denn darüber springen? Die kann ja nicht mal aus dem Stehen springen, wie soll die denn aus dem Kriechen springen? Also jetzt mal ernsthaft? Ja, wie? Bitte sag's mir, wie denn? Kannst du dich hier... Kannst du... wenigstens etwas, okay. Okay, das hat funktioniert. Er ist hier langs. So. Ach, fick dich doch! Mann, warum springt die denn wieder vorbei? Och, was? Alles so super ungenau einfach. So, hier geht's wieder weiter mit dem den herabfallenden Trümmerteil. So. Hoffen wir es. Kommt nicht wieder so ein dickes Ding. Oh, da ist ganz gut. So. Okay, das hat funktioniert, sehr gut. Jetzt hier lang und dann da oben müsste schon am Ziel sein, oder? Okay. Oh. Krass, das ist wirklich krass, die Schäden hier. Boah, heftig. Alles auseinandergenommen, krass. Was steht da? Achso, evacuated, okay. Können wir hier hinten lang? Oh, nur evacuated, das ist auch sonst nichts, ne? Okay. So, es geht also wohl hier hoch. Muss ich drüber. Hier hinten ist auch sonst nichts mehr. Das ist krass, wie kaputt das ist. Gut, hier ist ja auch eine Bombe eingeschlagen, von daher. Was hast du für mich? Noch nicht viel. Aber ich weiß jetzt, dass sie an einem Sonderprojekt arbeiten. Eine komplette Etage in der Agrarabteilung ist für die meisten von uns tabu. Das stimmt also. Das bedeutet, drei der großen Unternehmen sind daran beteiligt. Was auch immer es ist. Ich gebe mein Bestes, um mich bei meinem Abteilungsleiter beliebt zu machen. Trotzdem werde ich so schnell keinen Zugang bekommen. Vielleicht können wir dir auch anders Zugang verschaffen. Ich rede mit ein paar Leuten. Mach weiter wie bisher. Das war doch Rebecca Black, oder? Hat Leute eingeschleust. Die hat wohl, Leute bei, hier bei Kruger oder bei der Shard eingeschleust, die hier arbeiten und für sie Informationen beschaffen sollen. Eigentlich eine gute Idee, ne? So. Ist da dran? Ja, sehr gut. Okay, jetzt muss ich mich hier wieder hochziehen. Der war ganz schön. Das geht aber ganz schön weit. Hier ist auch ein Blümchen. Oder eher ein Pflänzchen, besser gesagt. Kein Blümchen.
sonst nichts hier außer das, okay. Bin ich gerade durchs Glas geflogen? Krass. Warte mal, wenn ich gerade durchs Glas geflogen bin, wie konnte sie denn den Enterhaken durch Glas werfen? Der Special Enterhaken. Alles so instabil hier, das ist krass. Also ich würde hier nicht lang laufen wollen. Also so gar nicht. Okay, wieder hochziehen. Eben war schwingen, jetzt wieder hochziehen. Deswegen war ich eben kurz verwirrt. Ich nicht gerechnet habe. So, hier ist wieder schwingen, oder? Ja, genau. Ja, natürlich schön abrollen hier, schön durchs Glas abrollen. Sehr, sehr gut. Ist bestimmt gut für Hände und Rücken und alles andere, was man so benutzt. Oh je. Wo muss ich hin? Ja, aber hä? Wird hier jetzt hingemusst? Hä? Was zur verfickten Scheiße war das denn schon wieder? Leck mich, ey. Wie geht das? Wie macht man denn einen Wallrun gegen... Hallo, warum ist die nicht gelaufen eben? Ach, verfickte Scheiße. Diese Steuerung fuckt mich so dermaßen ab. Wirklich das Behinderste an diesem ganzen Spiel ist die Steuerung. Die ist so scheiße. Die ist so scheiße einfach nur. Ich finde die Steuerung so kacke. Ich will nichts helfen wegen... Jo, damit wir halt genau arbeiten. Und schon wieder... Ach, fick dich doch. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich lang soll. Ich dachte, es wäre wieder schwingen. Das ist halt auch alles aus Glas, es ist halt echt bitter. Boah, Alter. Wer baut denn sowas auch alle komplett aus Glas? Nur weil die Stadt Glas heißt es nicht, dass man alles aus Glas machen muss. Ganz da oben waren wir vorhin. Oder? War das nicht das große Rotorblatt? Oder gibt es hier mehrere? Das müsste doch das gewesen sein, oder? Oder streue ich mich, das kann natürlich auch sein. Guck mal, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey Leute! Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Alter. Oh, Alter. Böse. So, die habe ich gerade gesehen, deswegen eingesammelt. Ich habe nicht viele verborgene Taschen gefunden, aber die habe ich jetzt gesehen. Was sind die Aufzugstüren? Hier ist wieder ein Baum. Aber krass, das ist hier einfach gerade... dass es einfach keine Bäume mehr gibt, außer in der Oberstadt.
Oh, Alter! Plastik! Du musst die Türen öffnen! Ja, nein! Jetzt! Ich tu doch schon, was ich kann. Hier ist überall Käse! Wie gesagt, ich tu, was ich kann. Die Türen sind offen. Na bitte, sie sind offen. Hier, wenn ich da alle Blatt bekommen hätte. Oh, Alter. Ist nicht so einfach. Nein! Ah, Mann! Warum kann die sich da nicht festhalten? Ach, ist doch Kacke! An jeder Scheißkante bleibt die hängen, aber da kann sich nicht festhalten. Was ist das denn? Das ist doch Verarsche. Das ist doch die größte Verarsche einfach. Okay, hier kann ich nur hoch. Ja. Nur hoch, mich hochziehen. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Geil, das aussieht. Schwer zu sagen. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Cool. Das ist schon echt schön hier, das muss man schon sagen. Ja, ja, ach so, okay. Ich hab die Spitze erreicht. Boah, wie krass. Du bist die bessere Runnerin, Faith. Und du bist ein Idiot, Icarus. Faith, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Alter, wie diese Aussicht einfach. Da sind wir mit dem Zug lang gefahren vorhin. Da hinten sind sogar Berge, krass. Alter, diese Aussicht ist echt genial. Da oben fliegt eine Drohne oder irgendwie sowas. Boah, krass. Krasse Aussicht einfach in die Berge da hinten. Die würde ich ja gerne mal sehen. Da würde ich echt gerne mal hin. Okay. Vor deinem Platz, cool. Boah, ist wie so weit oben, ey. Ach, hier ist Wasser drauf. Kein Wunder, dass die Süßwasservorräte knapp werden, wenn die überall Wasser verwenden. Ich bin da. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so wimmeln wird. Ja, ich glaube, Kruger kommt vorbei. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Jetzt wird's krass. Die Biometrik entspricht dem Profil. Das hier ist Spergen. Wir haben in unserem Sektor einen
Ja, lass mich doch mal weglaufen. Na, hallo? Na, komm doch her. Denn? Wo rennt er denn lang? Hallo? Da, ach Mann! Der macht es einem auch echt schwer, einen geilen Move zu machen. Ja, und jetzt laufen sie nicht an der Wand lang! Ach, oh, fick dich doch, Mann! Weißt du, die macht nur Scheiße! Was haben deine Kämpfer davon? Du Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Mann. Was denn jetzt los? Kat! Kat! Rede mit mir! Können die auch so krass rennen? Ein normaler Mensch macht sowas ja nicht, oder? Wie hätte ich denn jetzt bitte reagieren sollen? Hä? Oh Mann. Ich will jetzt gerne rausfinden, was es wirklich mit Reflection auf sich hat. Hallo, 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 ich kann doch nichts machen! Was soll ich denn machen? Ja, eben bin ich auch drauf gelandet, aber ist nichts passiert. Ja, klar. Doch, Kacke. Kat!
und meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Kat, er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redet nicht mehr ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Das war Mirror's Edge Catalyst. Ich habe kurz gedacht, dass ihre Schwester gestorben wäre. Aber ich glaube, das wollte uns das Spiel nicht antun. Wow, da ist Cat tatsächlich mit Kruger weitergezogen. Das ist eine interessante Sache, aber es war irgendwie abzusehen. Ich finde es gut, dass sie sich nicht hat überreden lassen, dass es nicht dieses typische Klischee war. Ich sehe nach Jahren meine Schwester wieder, obwohl ich noch ein kleines Kind war, das von einem ganz anderen aufgezogen wurde und fang auf einmal an, mich an meine alte Zeit zu erinnern und wende mich doch meinen Freunden zu. Das wäre so klischeehaft gewesen. Also ich finde die Geschichte so echt cool, muss ich sagen. Das Ende zumindest. Tja, wow. Da ist Mirror's Edge tatsächlich zu Ende. Das ist ja, das war ja der, das war ja die Vorgeschichte zu Mirror's Edge 1, also zu dem originalen Mirror's Edge. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte mit dem Reflection und dieses, wobei es natürlich offen ist, also es bleibt natürlich offen, mit welchen Hintergründen das tatsächlich, entwickelt wurde, Reflection, ja. Vielleicht wurde es tatsächlich anfänglich zur, ich weiß nicht, zur Krankheitsbekämpfung entwickelt. Man weiß es nicht. Ich meine, viele Sachen werden ja entwickelt und kommen danach erst in die falschen Hände und werden zu Kriegswaffen.
Oder zu ich weiß nicht, zur Kontrolle von Menschengruppen verwendet. Das ist ja gang und gäbe eigentlich in der normalen Welt. Von daher, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die hier erzählt wurde, ja. Also muss man schon sagen, wenn nur diese ekelhafte Steuerung nicht gewesen wäre, die teilweise echt ungenau war, das war echt ärgerlich. Das hat auch einfach den Spielspaß ein bisschen genommen, ja. Dass manche Sachen einfach so ungenau rübergebracht wurden, also von der Steuerung her, dass es halt einfach teilweise so ungenau war, dass man so super genau an die Wand springen musste, damit überhaupt was passiert, ja. Ich weiß nicht. Ich meine, natürlich, man kann sagen, es ist absichtlich so, damit du ein bisschen genauer arbeiten musst. Andererseits setzt das Spiel halt auf Geschwindigkeit, und wenn ich dann halt mein Fadenkreuz einen Millimeter falsch gesetzt habe, springe ich einfach los und mache nicht das, was ich machen soll. Das ist halt einfach ärgerlich. Das ist einfach nervig. Aber davon mal abgesehen. Mom, Dad und Laza. Aber davon mal to Mom, Dad, David, Mellis, Oma. Oma? Ist das ein Name oder war das tatsächlich Oma? Ich finde es auch mit den Herzen cool und den Do Air Best. Er ist ja cool. Also der Abspann ist ja echt cool. Mirror's Edge Speedrunners. Ida, Nils und Clara. To My Supergirl, Anka und Luca. In Loving Memory of Barbo Hellberg. Und in Loving Memory, das konnte ich nicht weiterlesen. Music by Solar Fields, produced by Magnus Birgsson und Magnus Walterstadt. Ja, also von der Steuerung abgesehen war das Spiel echt cool. Ich hoffe, es hat auch beim Zuschauen und beim Verfolgen von zu Hause aus Spaß gemacht. Oh, Daniel Schönherr, das könnte bestimmt ein Deutscher sein. Level Artist. Cool. Ich finde es immer interessant, den Abspann zu lesen und wer da so alles mitgewirkt hat. Raoul Hamilton. Additional VO Designer. Oder VO? Was heißt denn VO? Virtual Objects? Glaube ich jetzt nicht. Tja. Und so geht auch Mirror's Edge zu Ende. Das ist. Es hat uns doch schon sehr lange jetzt verfolgt. Ich meine, gut, die Folgen sind natürlich auch nur so knapp 21 Minuten lang. Aber an sich muss ich sagen, war die Länge auch okay. Und ich meine, ich habe auch nicht genug Zeit, um halt längere Folgen zu machen. Dann müsste ich mehr spielen, ich müsste länger rendern. Das ist, und vor allem länger hochladen, das schaffe ich halt. Das schaffe ich leider nicht. Ich würde gerne, aber ich schaffe es leider nicht. Aber trotzdem, wow, das Spiel hat echt Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich fand die Geschichte nicht so schlecht, wie sie geredet wurde. Also ich habe durchaus darüber gelesen und viele Menschen sagen, oder viele Leute, die das gespielt haben, sagen, ja, die Story ist halt schwach und pipapo, aber es mag nicht die beste Story sein, natürlich. Also es mag auch nicht die ausgereifteste Story sein, das will ich auch jetzt gar nicht sagen. Aber sie ist auf jeden Fall, da war eine Isländerin eben. Sie ist auf jeden Fall besser als so manche andere, muss ich sagen, ja. Und es hat halt von vorne bis hinten halt auch Sinn gemacht, ja, die Story. Also es sind jetzt nicht, also ich meine, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, findet man bestimmt irgendwelche Plotholes, aber mir ist jetzt zumindest beim Durchspielen keins aufgefallen, ja. Und auch die Nebenmission war eigentlich ganz gut erklärt, dass Plastic in den Metacrit eindringen will, weil sie ja eh so diese IT-Affinität hat und das alles gern hacken möchte. Und gut, die Hilfsmissionen, um den Leuten zu helfen, die waren jetzt weniger spannend. Hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass man im Laufe des Spiels, also dass man allein durch die Hauptmissionen eigentlich alles an Skills freischalten kann, die es gibt.
Und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich ein bisschen schade finde, den ich wirklich schade finde, dass man so früh schon alle Punkte aufgelevelt hat. Dass man quasi durch nur durch Grinden von wiederkehrenden Briefkastenmissionen alle Skills wieder erlangen kann. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich hätte mir da mehr Variation gewünscht oder sowas. Weißt du, als ich gesehen habe, dass Drogen diese Zeichnung von unserer Mutter hat, hätte ich gerne... also ich habe halt wirklich gehofft, dass wir die Zeichnung bekommen und dadurch dann halt neue Skills freischalten, die wir leveln können, ja? Das wäre echt cool gewesen, nochmal so zum letzten Drittel des Spiels hin oder so, ja? Aber es war halt einfach vorbei. Du hast das letzte Macrobe abgelevelt und das war's dann. Finde ich halt ein bisschen schade, weil... Ja, man hätte halt mehr draus machen können, was die ganzen Skills angeht, ja? Zumindest, oder man hätte sie teurer machen können, ich weiß ja auch nicht. Müsste man sich mehr Gedanken drüber machen, wie genau man das hätte umsetzen können, aber... Also, man war sehr früh schon sehr, sehr am Ende, was es von den Skills angeht. Und das motiviert halt natürlich überhaupt nicht, diese komischen Missionen zu machen, ja, diese Nebenmissionen. Die Briefkastenmissionen waren ja noch ganz, ganz okay, die konnte man noch machen, da konnte man ein bisschen rumlaufen, aber diese Unterstützungsmissionen, also die Ablenkungsmissionen, die waren halt super nervig. Weil man immer in irgendwelche K-Sec-Typen reingerannt ist und somit es nicht mehr schaffen konnte, weil es immer auf die letzte Sekunde ankam. Und die Missionen sind halt einfach nur nervig. Und sie bringen keinen Mehrwert. Das ist halt voll schade. Weil man eben so schnell schon alles freigeschaltet hat, ja. Also das ist... Hätte man aus meiner Sicht anders machen können, um ein bisschen mehr Motivation auch für die wirklich, wirklich übertrieben vielen Nebenmissionen zu machen. Also diese Collectibles halt, ja, diese Briefkastmissionen und so. Das sind so extrem viele, da hätte man viel mehr draus machen können. Tja. Aber gut, so ist es nun mal, so ist das Spiel. Es macht ja trotzdem Spaß, es ist stellenweise ein bisschen frustrierend. Ich erinnere mich gerne an die Stelle zurück, als ich da unten gefangen war. Als ich dieses Crypt League ansammeln wollte und war auf diesen Cubes gefangen, über dem Abgrund und kam halt nicht mehr raus, weil das Rauskommen so extrem kacke war und man einfach hätte mit dem Macrobe rausspringen können, weil da so ein Dingens war, also so ein Haken, weil da so ein Haken war, wo man einfach hätte rausspringen können, aber dieses Macrobe habe ich halt eine Aufnahme später bekommen. Und ich gehe aus dieser Tür raus von Dogen, hab mit dem Macrobe, ich gehe raus und denke mir nur so, wollt ihr mich verarschen? Ich habe gefühlte 10 Minuten da unten verbracht, da wieder rauszukommen, weil ich von einem Cube auf den anderen gesprungen bin und immer verreckt bin, weil Face natürlich auch so blöd ist, um stehen zu bleiben einfach. Das heißt, so blöd natürlich, man ist halt in Bewegung, aber manchmal die sich halt echt komisch bewegt und ist dann einfach wirklich sehr weit weitergelaufen. Und dann fängst du die nächste Aufnahme an, machst eine Hauptmission, kriegst dieses Macrobe und stehst genau da, wo du vorher nicht rausgekommen bist. Das ist halt einfach nur bitter. Das ist halt einfach nur so bitter. Aber ich will jetzt auch gar nicht gegen das Spiel hetzen oder so. Also das will ich nicht. Das hat ja schon Spaß gemacht. Sagt bestimmt auch der Adolf. Christiansson natürlich, nicht der, an den ihr wieder gedacht habt. Mann, was seid ihr für Leute? Ist auch ein cooler Name. Raymond Yee. Also echt ein cooler Name. Alex Tisdale. Director Consumer Insights, Consumer Insights Manager und Consumer Insights Analyst. Senior Manager Global Media, Julie Kim, Global Media Lead. Software Engineers, EA Digital Platform Commerce and Identity.
Rosario Morgan. Dan Jun Xing oder Xing. Xing. Ich würde sagen Xing. Auf Englisch wahrscheinlich Xing. EA Digital Platform Commerce and Identity Operations. EA Digital Platform Strategic. Strategic Planning and Engagement und EA Digital Platform Player Reliability Engineering. Was ist denn das? Was für Worte? Ja, daran merkt man, dass EA ein bisschen größer ist. Ich erinnere mich an sämtliche Dark Souls Abspende zurück und die waren nie so vollgepackt, da waren viel weniger Leute beteiligt. Natürlich auch das Studio viel kleiner ist. Im Vergleich zu EA? Halt schon ein geringfügiger Unterschied, ne? Architecture Director Tim Overend. Overend ist auch ein geiler Name. Service Delivery Senior Director Louis Oz? Systems Engineering, Senior Manager Matthew Weigand, Senior Systems Engineer Rocky Raskin und Database Services, Director Bill Dukert, Senior Manager Sanjeev, was auch immer, Network Engineering, Senior Manager Jason Kawamura und Network Engineer Brad Neal. Engineering and Technology, Senior Director Charles Cristolini, Senior Manager Stephen Kinney. Program Management Office Senior Director Rick Borrell, Director Pravin Nanda und Project Coordinator Naylor, ich weiß es nicht. Business Operations Senior Manager Business Operations Joshua Baumann oder Baumann. Online Service Operations. Was ist bestimmt für Online Service, wenn man ein Ticket aufmacht bei denen, weil irgendwas nicht funktioniert. Ich kann ja mal ein Ticket aufmachen, weil die Steuerung doof ist. SRM-Team. Alexandru, Konstantin, André, Kaspar, Gaspar. Das sind viel zu viele Namen, um das alles vorlesen zu können. Jessica Van Dyke. Ey, das ist auch ein geiler Name. Jessica Van Dyke einfach. Ich kenne nur Van Dyke Brown von Bob Ross. Paul Newton, Veronica Zamito, Ian Livingston, James Burke, Will Wang, Chris Strong, Adam McIntosh und Tracy Prosser. Beides PLM Project Managers. GPR. Alter, wie viele Leute da beteiligt waren, das ist so krass. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute da wirklich an so einem Projekt mitarbeiten. Ich meine, da sind halt wirklich alle drin, ja. Nicht nur die Entwickler und die dem Spiel nahestehen, sondern irgendwie alle, die dieses Spiel. Also alle, die diesen Namen Mirror's Edge Catalyst mal gehört haben, glaube ich, sind nicht hier drauf. Da müsste eigentlich auch mein Name erscheinen. So. Let's Player. Wuschol. Game Team. Development Director. Was ist das für ein? Abhinav Pradhan. Art Specialist Colin Lin. Senior Art Specialist Bruce Hugh. Und Haijing Chen. Project Lead Monika Chen. Art Specialist Matthew Ma. Ma. Oder Karen Fu. Oder Zhu Se. Alan Su. Lawrence Lee. Mia Hu. Zero Zhang. Warum nicht? Talent. Main Cast. Faye Kingsley. Faith. Jeff Burke. Vanoa. Jim Peary. Deborah Wilson. Plastic ist, Osioma Akaka? Wo ist denn? Gabriel Kruger, ich konnte es nicht lesen. Motion Capture Actors. Josh Lenn. VO Actors. David Babich. Alexis Rodney. Lila Pine. DC Douglas. Jacqueline Carlson Darbo, William Melson, das sind Models und Additional Models. Charlotte Emily Bonomi, da unten war noch ein ganz langer Name. The Capture Lab, Mike Harrison, Blair Leckie, Adlin Fraser, Paul Boulet,
Michael Iguides, Cheryl Cohen, Sam Minot. Das ist interessant, das ist wirklich interessant, was es überhaupt für Namen gibt. Man bekommt ja eigentlich wirklich sehr wenig mit, was Namen angeht. Söderhal, Andrew Hutchinson, Marinkovic, Germalia, ja, Germela oder sowas. Zeng Qian. Also ich meine, bei gerade was asiatische Länder angeht, ist es natürlich natürlich noch seltener, dass man dort Namen sieht oder sowas, weil man mit denen natürlich am wenigsten zu tun hat hier in Europa, ja. Schon eher mit Amerika oder halt zumindest englischen Namen. Aber auch englische Namen gibt es hier, also die jetzt halt nicht aus Asien stammen, aber in England wohnen, sondern tatsächlich englische Namen, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich meine, Peret von Sturmer, ja. Peret ist halt auch ein witziger Name. Sweetman. Sweetman habe ich so auch noch nie gehört. Sweetman. Das klingt halt voll süß, aber. Klingt voll süß. Vaughan. William Chip Beeman. Director Studio Services and Celebrity Acquisitions. Alter, diese Titel immer. Julia Bianco. Scholes. Montgomery. Gut, das sind jetzt alles Namen. Mosser und Lee und sowas. Ulf Olausson und David Silverin. Da, der zum Beispiel. Jan Kafurek. Noch nie gehört den Namen, also so in der Art. Michael Scherström, okay, das ist. Nyquist habe ich sogar auch schon mal gehört. Östermann, okay. Lilia Löfberg. Garmwild. Granström. Black Studios AB. Ich mal nachschauen, was das ist. Diva Models. Lina Barbagallo und Demette Busk. Sync Casting. Sophie Levin und Ellen Assarson-Lott. Assarson-Lott. So in der Form noch nie gehört. Frostbite. Head of Development. Martin Eskes. Hellspawn, Periton, Skans, Fry, Kent, Lesperance, Lord, Otterson, Waterson. Matthias Wittmark. Christopher Benjaminson. Aaron Bros, Sophia Severius, Henrik Fernlund, William King. Animations, ey, der Abspann geht länger als das ganze Spiel. Tim Threlfall, Ian Bridwell, Steve Kilthau, Martin Loxton, Frederick Arvidsson, Content UX. Was ist Content UX? Engineering Workflows. Die haben sich nur um Workflows gekümmert. Das ist. Also, wenn du so viele Leute brauchst, die sich um Workflows kümmern, dann weißt du, dass du extrem viele Mitarbeiter hast, die tatsächlich was arbeiten. Game and Content Framework. Bergquist. Brian Cumming. Physics. Jaco van Dyck. Also Dick. Zacharias Gustafsson. Costa Anastasiadis. Konrad Antrusiek. Dumitrache. Oder Trache. Oder Alexandru. QA. Christian Buhl. Oder Christian Buhl. Daniel Kobelski. Rendering. Daniel Collin. Charles de Rosier, Alex Fry, Troels Kram. Troels, auch noch nie gehört diesen Namen, das ist echt interessant. Billy Lamb, Darren Teal, Judy Wolf, Frostbite Commons, Daniel Martin, Head of Development, Paula York, Mark James, Vincent Kuh, Brad Bourbon, Sandy Burns, Brad Cooper. Es ist echt sehr, sehr interessant, wie viele Leute da einfach involviert waren. Also in irgendeiner Weise, ja. Ich meine, es ist natürlich, ich finde es natürlich sehr schön für die, dass die auch genannt werden und auch sehr löblich immer von den Studios, dass die halt wirklich alle nennen. Ich meine, sie könnten ja auch einfach sagen, nö, der hat nur einen Tag daran geschafft, komm, den schreiben wir nicht auf, aber wahrscheinlich sind da Leute dabei, die haben das Spiel irgendwie einmal gesehen kurz oder sowas und werden trotzdem halt aufgeführt.
Finde ich sehr, sehr löblich und sehr, sehr schön. Special Thanks, Eric Heyman, Jude Ken Quaffy, auch ein geiler Name. Origin Life Operations Team. Iauk QA, Nathan Jacobs. Wer ist das ausgesprochen? Iauk? Wird das ausgesprochen? DICE Operations QA, Mihai Sentia, Eric Pomeleu. Le. Live QA. Ingo Schumacher. Joaquin Jesus Sanz Jimenez. Ah, die Spanier mit den langen Namen immer. Was ist das denn? Christian Constantinescu. Alter. Bogdan Alexandru Murguli. Alexandru Roberto Bosingianu. Mihai Adrian Kyubota. Die haben alles, die haben irgendwie nur drei Leute gewesen, die nur zwei Namen hatten. In Loving Memory of Stuart Waterman. Ich finde es auch immer sehr schön, also natürlich sehr schade, aber trotzdem sehr schön, wenn auch Verstorbene noch mit aufgeführt werden. Oder gerade deshalb halt, weil sie zu der Zeit der Entwicklung verstorben sind. Ich finde das immer sehr, sehr schön, dass die halt nochmal genannt werden. Das freut mich immer sehr, sowas zu sehen. Also natürlich nicht, dass jemand gestorben ist, aber dass die Leute halt auch nochmal genannt werden. Alberto Ayuso, Perez, Josu Bardasco, Fran Núñez, Alberto Abad, Ballesteros, Bernadette Asselborn, David Da Costa, Alex Garcia Luna, Hideaki Kitamura, no, EA Project Localization Manager, okay, Florian Manino, Serena Kenizaro, Lamarck Rosé, Rain Productions GmbH und Co. KG. Das scheint auch fast was Deutsches zu sein. Julian Châtelet, Raphael Valenti, Letizia Lefebvre, Italian, Ruggero Anderozzi, Diego Balduin, Simona Biasetti, Jacopo Caltorino, Natale Kirval, irgendwas. Oleg Novikov, Elena, es muss eine Elena. Wenn Russisch, es muss eine Elena dabei sein. Uff, das waren aber viele. David Garcia Vanquez, Raquel Cubillo Vasquez, Pilar López Villares. Ist auch nicht einer dabei mit nur zwei Namen. Das ist bei den Spaniern immer sehr interessant. Mindestens drei. Es müssen mindestens drei sein. German. Alexis Schwarzmann, der deutscheste Name. Louis Friedmann Thiele. Julia von Tettenborn. Jonas Beck. Jenny Bischof. Jochen Langner. Sven Voss. Thomas Balu Martin. Balu, auch ein süßer Name. Japanese. Yoko Kaida. Yoko Kaida-san? Chunsuke Sakuya-san? Yokozumi-chan? EA Certification, Luis Miguel Ruano. Wir gehen die Themen aus, über die ich jetzt noch reden kann. Ich habe eigentlich, glaube ich, alles zum Spiel gesagt, was ich sagen wollte, was mir so im Kopf halt war, ne? Was mich halt beschäftigt hat über dieses Spiel hinweg. Gerade halt das Thema der Steuerung, aber ansonsten war es schon ein schönes Spiel, das muss man sagen. Ja, trotzdem, ich glaube, der Abspann geht jetzt schon fast 20 Minuten. Software and Licenses.
preamble, the goals of the Open Font license are to stimulate worldwide development and collaboration of font projects, to support the font creation efforts of academic blah blah blah. Definitions: font software refers to the set of files released by the copyright holders under the license, clearly marked as such. Permissions and conditions: permission is hereby granted free of charge to any person obtaining a copy of the font software to use, study, copy, merge, embed, modify, blah blah blah. No modified version of the font software may use the reserved font names unless explicit written permission is granted. Disclaimer: the font software is provided as is, without warranty of any kind. Niall Douglas, all rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms with or without modification are permitted, provided that the following conditions are met. This software is provided by the copyright holders and contributors, as is, and any express or implied warranties, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright owner blah blah blah. Gut, jetzt kommen diese ganzen Disclaimer und Copyright Ansprüche und was auch immer. Sowas hätte man jetzt nicht unbedingt mit in die Credits packen müssen, aber na gut, jeder wie er möchte. Ich lese das natürlich danach alles nochmal durch, damit ich jetzt nach dem Spielen weiß, was ich alles tun darf und was nicht. Please write EA WebKit and the product title clearly on the CDR. You may also find a copy of the source at http://gpl.ea.com. Boah, diese Texte. Red Hat, oh. The Carbon Developers. Torch Mobile. Motorola Mobility LLC. This product may include in-game sponsorships or product placements. Havoc. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel Kruger bekannt, der seit den jüngsten schrecklichen Ereignissen in Glass vermisst wird. Trotz ihrer Trauer um ihren Vater wird Isabel Kruger die Leitung von Kruger's Tech übernehmen. Sie erklärte, sie freue sich auf die Herausforderung. Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Kruger's Tech. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection-Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Game. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Und somit könnten wir uns wieder auf den Weg machen. In Glass, in Mirror's Edge. Unsere Schwester ist jetzt die Leiterin von Kruger's Tech. Ich könnte jetzt hier wieder hacken, aber ich lasse es einfach mal. Ja. Wo warst du die letzten 20 Stunden? Ups, das wollte ich nicht. Ja, wir haben offensichtlich hier das Haus, also die Unterschlupf wieder aufgebaut. Gibt's hier Runner-Kits? Ja, eins.
Erreiche vollen Fokus und halte 10 Gegner aus, bevor er erschöpft ist. Und Dreiecke gelb. Hm. Aber das einzige, oder? Die anderen sind wahrscheinlich verteilt. Irgendwo verteilt. Oh ja, die sind überall verteilt. Die werde ich mir irgendwie noch schnappen und gucken. Wahrscheinlich werde ich die ganzen Crit Leaks noch freischalten. Wie kann ich die jetzt eigentlich? Fügt der Karte Crit League Position hinzu. Ach, okay, diese kleinen hier da. Jetzt sehe ich's. Habe ich eben nicht gesehen gehabt. Wenn du so weit raus bist, siehst du die kaum. Okay, es sind ja echt nicht viele, die fehlen, krass. Nun gut. Vielleicht sammle ich einfach der Vollständigkeit halber die ganzen Crit Leaks noch ein, aber dann für mich privat. Ich werde das jetzt nicht noch irgendwie in einem Let's Play behandeln, das ist einfach viel zu viel und viel zu langweilig wahrscheinlich auch. Ansonsten war's das, würde ich sagen. Das war's mit Mirror's Edge Catalyst. Wir haben das Spiel, ja, beendet. Wir haben die Story zumindest beendet. Beenden kannst du das Spiel ja eigentlich nicht. Es sei denn, du sammelst wirklich alle Collectibles und alle Chips, dann kannst du es halt auf 100% spielen, aber das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Da habe ich irgendwie, da fehlt mir irgendwie die Motivation. Tja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Mitmachen, fürs Aushalten, fürs Zuschauen, fürs, ja, Teil dieses Let's Plays zu sein, ja. Es war echt schön, es hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was als nächstes folgen wird, ob es nochmal einen Mirror's Edge Teil geben wird. Ich bin gespannt, was ich als nächstes aufnehmen werde. Das ist natürlich auch noch ein Thema, das ich mir jetzt nochmal, wo ich nochmal auf meine schlauen Notizen schauen muss, was denn noch in Frage kommt. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, vielen Dank nochmal. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der letzten Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Leider nicht in Mirror's Edge, aber in einem anderen Let's Play, denke ich. Ich denke, da finden wir schon einen Weg, oder? Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Bleibt flauschig. Und bis demnächst. Ciao.